herzlich willkommen bei Stern TV. Heute zu Gast ein Trio, was den X-Faktor glaubte zu haben. Ja, wir fängen an! Ich will nicht! Ich glaube, wir wären noch nicht fertig. Nein. Ist vorbei. Ja. Robert hat immer noch nicht begriffen, dass es vorbei ist. Ist es vorbei? Ja, schätze ich. Jetzt erzählt mir noch, den Weihnachtsmann gibt es nicht und ich gehe jetzt erstmal weinen. Ich gehe jetzt weinen. Neues, liebe Urbanizer. Wir haben 2011. Wir hoffen, ihr habt gut reingefeiert. Wir haben an drei verschiedenen Orten gefeiert, aber sind jetzt an einem Ort. Wir sitzen zusammen für euch hier zu dritt auf dem Sofa. Wir wissen nicht, wie bei euch die Sause war. Bei uns beiden, glaube ich, war es ganz lustig. Du musstest arbeiten? Ich musste leider arbeiten, aber ich hatte trotzdem Spaß. Ja, ja. Das ist wichtig. Wir haben tolles Publikum, das war schön. Ja. Wie hast du gefeiert? Ich war im Norden bei der Familie meiner Freundin. Und das war relativ ländlich, dörflich, aber auch interessant, muss ich sagen. Du warst in Berlin, ne? Ich war in Berlin, habe ein paar Freunde da gehabt. Wir haben ganz ruhig eigentlich reingefeiert. Und natürlich ist das ein oder andere Bier geflossen und der kurze. Ach so. Aber, ja, aber wir haben ruhig reingefeiert. Und gegenüber hat es gebrannt, hast du gesagt. Genau, und gegenüber hat es gebrannt. Der Balkon, weil ich habe das erste Mal in meinem Leben die Feuerwehr angerufen. Habe ich vorher noch nie gemacht, aber war interessant. Nervös? Nee, nervös nicht. Also nicht so nervös wie bei X-Faktor wahrscheinlich. Ella ist jetzt wieder mal in Berlin, oder zum Glück wieder mal in Berlin. Hat ja lange gedauert, bis sie wieder hier war. Aber sie hat jetzt wieder ein paar Songs eingesungen. Roman ist wirklich sehr fleißig am Produzieren. Ich werde jetzt auch in den nächsten Tagen noch mal Senf dazu geben, werde ein paar Texte schreiben. Freue mich tierisch darauf, dass es wieder weitergeht. Zu dritt, ja, ist vielleicht ein bisschen ungewohnt für euch, aber wir haben uns dran gewöhnt, wir finden es geil. Und glaubt uns, ist richtig so. Genau. Und wie gesagt, wir arbeiten ganz fleißig an neuen Songs, da wird eine Menge kommen dieses Jahr. Und wir haben jetzt was vorbereitet, dazu wird Bella euch jetzt nochmal was sagen. Mhm. Und zwar haben wir uns ein bisschen was überlegt, wie wir euch auch ein bisschen die Zeit vertreiben können. Weil es ist ja wieder eine ganze Woche dann irgendwie hier warten müsst, bis das nächste kommt. Und da haben wir ein kleines Gewinnspiel für euch sozusagen. Und zwar, die Mütze hier von La Paz könnt ihr ja alle hoffentlich ganz gut sehen. Am besten seht ihr das auch. Genau. Und zwar ist eure Aufgabe für diese Woche, ihr sollt ungefähr schätzen oder ungefähr sagen, wie viele Strasssteine sich auf der Mütze von Lappi befinden. Und dann bekommt ihr nämlich was ganz, ganz Tolles von uns geschenkt. Und zwar den Song Danke kennt ihr jetzt ja mittlerweile alle. Gehe ich stark von aus. Da gibt es dann einen kleinen Special mit eurem Namen für den Gewinner. Also fleißig raten. Genau. Hm. Ich gebe euch noch einen Tipp. Es ist zwischen 1 und 100.000. Das war jetzt knapp richtig. Es sind Schätzungen an die E-Mail-Adresse. kontakt@urbanize.de. Steht hier. Schicken mit eurer Adresse, mit allen wichtigen Daten, damit wir euch den Song natürlich auch näher zukommen lassen können. Ne? Und dann werden wir das bis nächste Woche auslosen. Und der Gewinner bekommt dann halt eben den ganz wundervollen Song mit seinem Namen, Widmung, whatever er da halt auch drauf haben möchte. Das bekommt er dann von uns als Preis geschenkt. Und ihr alle anderen, wenn ihr nicht dabei sein solltet, keine Sorge, ihr könnt natürlich den Song nach wie vor als Two-Track-Single auf unserer Webseite runterladen. Dann halt nicht personalisiert, aber persönlich genug ist es auch schon. Weil es ja ein Dankeschön an euch alle ist. Weil bei uns es sozusagen geht die Beschenkung sozusagen weiter. Auch wenn Weihnachten vorbei ist, Silvester vorbei ist, ist uns egal. Mhm. Ihr werdet beschenkt, weil ihr habt uns krass unterstützt und wir bauen auf euch. Liebe Grüße nochmal an die Big Souls. Ich habe mir den Auftritt von denen angeguckt. ZDF? Ja, nicht live, aber so in der ZDF. War ZDF. Und Ladies, ihr seid so geil, ihr seid so geil. Grüße an euch vier. Genau, und an La Familie auf jeden Fall. Ihr habt gerockt, Silvester, ihr habt gerockt. Ja, sowas. In diesem Sinne, bis nächste Woche, wenn wieder heißt Urbanized Day. Welche Nummer haben wir denn dann? Die 19 haben wir dann mittlerweile. Ja. Krass. Die Zeit vergeht sehr schnell. Ja. Also, peace. Make it good, make it better. Ciao. Ciao.